Dein Computer und du. Herzlich willkommen bei dieser Sendung. Ja, 100, nicht 800, glaube ich. Ich würde nicht 800 machen. Was? Sendung? Ja. Die höhere Qualität würde ich jetzt nicht machen. Ich habe das genommen, was voreingestellt war. Der ist perfekt Streaming. Ist? Perfekt Streaming. Okay. Das hat mich nicht rausgebracht. Okay. Jo. Wie ich ja schon mal in anderen Sendungen gesagt habe, wünscht sich Cheat, dass ich eine Technikreihe-Sendung mache. Und damit beginne ich jetzt heute. Die Sendung, die ich jetzt in den nächsten Mal, die nächsten Male mache, werden dann in der Schleife bei Livestream laufen. Und sodass ihr immer sehen könnt, den wir wieder sehen könnten, eine Wiederholung. So. Ich nenne es Dein Computer und Du. Der Computer und Du. Und was nun? Verstehst du die Sprache nicht, die dein Computer spricht? Denkst du immer Bahnhof, wenn er mit dir spricht? Wenn er mit dir spricht. Willst du mehr über Computer lernen? Und was man damit alles anstellen kann? Hast du bestimmte Fragen zu deinem Computer? Dann bist du hier richtig. Ich werde diese Sendung Sendungsreihe so aufbauen, dass ich erst allgemein auf Computer eingehe, was sie für mich bedeuten, was sie für uns bedeuten und dann spezifische Themen, spezifische Programme, spezifische Webseiten zeigen und vorführen, erklären. Wenn ihr allerdings spezielle Fragen habt, könnt ihr die jederzeit gerne stellen. Dann versuche ich darauf einzugehen. Ich habe Informatik studiert und kenne mich mit sehr vielen Themen aus, die was mit dem Computer zu tun haben. Und was ich nicht weiß, das lese ich nach. Jo. Dann zeige ich euch zuerst das Forum auf ExpertenGTV, in denen ihr zu der Sendung, vor und nach der Sendung und auch während der Sendung meinetwegen Themen schreiben könnt, Fragen stellen könnt, sowas in der Art. Also. Moment. Jo. Auf der Experten-GIT-TV-Seite findet ihr an dieser Stelle ein Forum. In diesem Forum gibt es jetzt eine neue Kategorie namens Dein Computer und Du. Und welch nun? Es befinden sich jetzt noch keine Beiträge drin, aber hier könnt ihr neue Themen erstellen und die Themen, die dann drin auftauchen werden, beantworten und eure Fragen stellen, nochmal nachlesen, was ich erzählt habe. Ich werde versuchen, die Sachen, die ich erzähle, zusammengefasst ins Forum zu schreiben. Wenn ihr schon einen Account bei ExpertenGIT habt, könnt ihr euch an dieser Stelle auch einloggen, falls ihr noch nicht eingeloggt seid, und dann schreiben. Okay. Nein, falsch. Jetzt schaue ich erstmal den Chat. Alina muss im Bett chatten, essen. Ludida fragt, wie kann ich die Wahrnehmung einer Stadt in das Forum hineintun? Gut, dann fangen wir doch gleich damit mit dieser Frage an. Also, zuerst musst du eingeloggt sein. Jo. Jetzt, so, gehen wir auf Index. Umfeldgenetik. Umfeldgenetik mit Ludida. Die Frage ist, möchtest du die Stadt in die Kategorie Umfeldgenetik packen oder ist das hier eine Kategorie? Nee, das ist ein Forumseintrag. Okay. Also du kannst jetzt hier einen neuen Eintrag erstellen, also ein neues Thema erstellen. Klickst du hier rauf
Ah, sorry, ihr seht mich ja gar nicht. Nochmal. Also. Du gehst auf das Forum, Ludida. In die Kategorie, in der du dein Thema erstellen willst. Und dann kannst du hier auf neues Thema gehen. Ich glaube, es wird verdeckt. So. Kannst du hier auf neues Thema gehen und ein neues Thema erstellen. Da kannst du jetzt zum Beispiel reinschreiben, welche Stadt hatten wir gestern? Ich schreibe jetzt einfach Stadt rein. Mal wieder rausschmeißen. Dann kannst du ein Symbol für das Thema geben. Dann kannst du hier unten einen Beitrag zu dem Thema schreiben. Du kannst Smileys einfügen. Du kannst den Code auch, den Text auch formatieren. Eine schöne Stadt. Und jetzt können wir zum Beispiel einen Teil des Textes auswählen und sagen, er soll fett sein. Dann kommen so eine Baby-Forum-Tags, werden vorne und hinten gepackt. Dieses passiert nur im Forum. Im anderen Editor sieht es anders aus. Und wenn wir jetzt sehen wollen, wie es aussieht, können wir auf Vorschau gehen. Und dann zeigt er uns den Text so an, wie er im endgültigen zu sehen ist. Schaue ich mal noch wieder in den Chat. So. Alina schreibt, hallo Lida, deine Städtesendungen sind toll. Die bewirken echt viel. Danke Alina, Recklinghausen. Danke Dario. Ah ja. Recklinghausen sehen wir gleich mal an. Da kann sie drauf antworten. Ich gehe jetzt auf Absenden. Und das Thema steht drin. Wenn ich jetzt und das Thema ist auch gleich abonniert. Wenn ich ein neues Thema anlege, dann abonniere ich das Thema auch gleich. Das heißt, ich bekomme jedes Mal eine E-Mail geschickt, wenn es eine Änderung in diesem Thema gibt. Wenn jemand anders das im Thema schreibt, zum Beispiel. Wo jetzt möchte ich zurückgehen in die Oberkategorie. Dazu kann ich hier auf diesen Link gehen und sehe dann die Übersicht. Recklinghausen und Umfeldgenetik mit Ludida. Und da könnte man jetzt das hinschreiben, was wir gestern in der Sendung wahrgenommen haben, sodass die Leute, die die Sendung im Nachhinein sehen, das auch nochmal nachlesen können. Okay. Das war Recklinghausen. Jo, du kannst jetzt, Ludida, ich habe jetzt das Thema angelegt. Du kannst jetzt auf das Thema raufgehen und Thema beantworten machen. Und einen weiteren Eintrag hinzufügen und da dann was über Recklinghausen schreiben. Probier es aus und erzähl mir, ob es geht oder nicht geht. Jo. Okay, das war die Frage aus dem Publikum. Und jetzt gehe ich weiter mit dem, was ich euch erzählen wollte. Dein Computer und du. Es ist ja so, wir sind multidimensionale Wesen.
Wir sind aus der Natur geschaffen und formen die Natur mit unseren Händen, dass es bequemer für uns ist. Wir schaffen uns Maschinen, die uns Arbeit abnehmen. Wir könnten auch komplett ohne all das leben. Wir könnten mit dem richtigen Wissen, mit Permakultur, mit möglichst wenig Arbeit, notwendiges Essen anbauen oder auf Lichtnahrung umstellen und gar nichts mehr essen. Wir könnten, wenn wir unsere geistigen Fähigkeiten trainieren, Teleportation lernen und uns an jeden Ort der Welt bewegen, ohne dass wir dafür ein Auto oder ein Flugzeug bräuchten. All das ist da. Wir können alles komplett ohne Technik machen. Wir können telepathisch, theoretisch miteinander kommunizieren. Aber wir haben das alles vergessen, als wir auf die Erde gekommen sind. Die Anlage ist noch da, dass es diese Fähigkeiten gibt, in der Fantasie, in den Geschichten. Aber wir können es selber nicht erleben. Darum haben wir angefangen, uns Krücken zu bauen. Wir bauen uns Krücken, um wieder unsere alten Fähigkeiten zu erleben oder zumindest nah ranzukommen. Wir bauen uns Flugzeuge, um schnell von einem Ort zum nächsten zu gelangen. Wir bauen uns Maschinen, die für uns Dinge erschaffen, was wir eigentlich mit dem Geist erschaffen könnten. Und wir bauen uns Computer, die für uns rechnen und für uns kommunizieren können. Für mich, ich sehe die Computer als Ersatz für Telepathie im Großen und Ganzen, also insbesondere das Internet. Das Internet ist eine Vorform der telepathischen Vernetzung, die mit uns Menschen geschehen wird. Ich sehe das Internet als eine Chance, dass wir schon lernen können, wie sich das anfühlt, was es da für neue Themen gibt, wenn wir aus unserem Ego raus in die Gemeinschaft gehen. Momentan ist es ja so, wir sind froh, dass uns kein anderer unsere Gedanken lesen kann, weil wir manchmal Gedanken haben, die kein anderer sehen soll. Wenn wir Telepathie wieder lernen wollen, geht es nicht. Wenn wir uns telepathisch verständigen, sehen wir alle Gedanken und Gefühle der anderen. Im Internet geht die Entwicklung bereits in diese Richtung, dass wir immer mehr von uns preisgeben, dass alle sehen können. Bei Facebook, bei Google+, bei den ganzen Plattformen, bei Expertensheet. Dadurch beschäftigen wir uns neu mit diesen Themen, was wir uns von uns frei zeigen wollen, was nicht. Es entstehen neue Gedankenmuster und so. Da die Technik jedoch von Menschen, insbesondere von Männern, erschaffen wurde, die halt versuchen, das logisch aufzubauen, ist sie in der Handhabung sehr schwer. Insbesondere für die Wesen, für die Menschen, die nicht so logisch begabt sind, logisch strukturell denken, sondern die mit dem Herzen eher fühlen, dafür ist die Technik nicht ausgelegt. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr so eine großen Probleme mit dem Computer habt, während andere Leute das so mit Schnips mit dem Links machen. Es hängt einfach davon ab, dass wir unterschiedliche Denkstrukturen haben, dass wir unterschiedliche Herangehensweisen haben an Problemlösungen. Genau. Mein Geist ist sehr logisch, strukturell aufgebaut. Deswegen kann ich die Computer, so wie sie jetzt sind, sehr gut verstehen. Und daher werde ich euch versuchen, möglichst viel von diesem Wissen möglichst einfach zu erklären, damit ihr auch das meiste aus dem Computer rausholen könnt, solange wir sie noch brauchen, bis dann die Telepathie entwickelt ist. Das lese ich mal wieder. Alina schreibt: Angeblich beeinflussen uns das Internet und Handy ja auch noch negativ, die Strahlung. Es ist wie mit aller Magie. Es muss ein gerichteter Wille da sein, eine Energie, und dann kann man damit alles machen. Das Internet und die Handys wurden jetzt von den, keine Ahnung, Führern der Welt
sehr lange kontrolliert und sehr lange in die Richtung entwickelt, dass sie uns dass sie halt negativ für uns sind, dass sie halt versuchen, damit ihre Kontrolle zu stärken. Vor allem jetzt mit den Handys. Das Internet an sich hat sich aber schon viel früher entwickelt auf Universitätsniveau, Universitäten, und ermöglicht etwas, was vorher nicht so leicht möglich war, dass jeder, der einen Computer hat, daran teilhaben kann und was daran ändern kann. Das Internet ist ja nicht von einer einzigen Person geschaffen. Gerade in der Open-Source-Software-Gemeinde ist es ja so, jeder, der ein bisschen programmieren kann, kann ein neues Programm schreiben, was andere wieder nutzen können. Und so entstehen immer neue Programme, Webseiten, Verflechtungen, Dinge, die nicht negativ belastet sind. Wenn wir unser Bewusstsein darauf richten, dass das Internet, wenn wir unser Bewusstsein auf das Internet richten und das aufladen, können wir diese negative Belastung auch umkehren. Und das sozusagen sehen als Trainingspartner oder zum Training für Telepathie. Melanie schreibt: Hallo Dario, schön dich zu sehen und zu hören, liebste Grüße. Manola, hallo. Ciao. Ja. Genau, ich war jetzt beim Internet. Genau. Die Mächtigen wollen versuchen mit neuen Gesetzen und neuen Dingen das Internet wieder also die Kontrolle über das Internet zurückzugewinnen. Aber das werden sie nicht schaffen. Da die Menschen, die noch am Internet mitwirken, die Masse ist zu groß. Es ist die kritische Masse. Der Chaos Computer Club und die Hacker vorneweg und die ganzen normalen Benutzer hinter den Dreier. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese Sendungsreihe machen will. Ich will noch mehr Menschen dazu befähigen, das Internet, den Computer für sich als Werkzeug zu betrachten und zu nutzen. Dass ihr, genau wie ich, es nutzen könnt für eure Entwicklung und für die Entwicklung anderer, um die zu unterstützen. Denn solange unsere Telepathie noch nicht funktioniert, können wir uns ja über das Internet vernetzen. Weltweit mit allen Menschen, die die gleichen Themen, Interessen haben wie wir. Das ist einfach, das ist also so eine tolle Chance, die die Leute vor uns nicht hatten. Das sollten wir nutzen. Alina schreibt: Es gibt auch Handys, wo man keine Funkmäste braucht und keine Strahlung. Ja, es gibt eine ganze Menge in Technologien. Die jetzigen Handys arbeiten mit Mikrowellenstrahlung in einem hohen Frequenzbereich, welches ein Vielfaches der Gehirnfrequenz hat. Dadurch kann es direkt die Gehirnfrequenz, also das Gehirn, beeinflussen. Es muss nicht so sein. Die Handys könnten mit einer viel geringeren Leistung senden und auf einer anderen Oktave, dass sie nicht mit dem Gehirn gleich laufen. Aber das ist ja nicht gewollt. Und es gibt Technologien, bisher nur im Hobbybereich, um nicht mit Funkwellen zu kommunizieren, die noch nicht da sind, die erst erzeugt werden müssen von dem Handy und sozusagen neu in die Natur gebracht werden und neu auch die Welt, die Atmosphäre, die Natur beeinflusst, sondern es gibt auch die Technik, dass man die Wellen, die bereits da sind, nutzt, dass man die Skalarwellen nutzt, stehende Wellen, die da sind. Es gab schon ein einziges Experiment, von dem ich weiß, in dem ein Empfänger und ein Sender für diese stehende Welle gebaut wurden, und sie haben ohne Zeitverlust konnten sie senden und empfangen. Momentan, unsere Funktechnik, die Funkwellen bewegen sich ja mit Lichtgeschwindigkeit, was auf der Erde keinen großen Unterschied macht, aber sobald man zum Beispiel mit dem Mars telefonieren wird, gibt es ein paar Minuten Latenz. Wenn man aber diese stehende Welle benutzt, kann man ins gesamte Universum senden, ohne Zeitverlust. Aber diese Technik ist natürlich nicht offiziell bekannt. Es gibt Gerüchte, dass der Geheimdienst diese Welle vielleicht für besonders kritische Nachrichten nutzt, weil
keiner kennt die Welle, keiner kann die ableiten. Aber das weiß ich nicht genau. Melanie schreibt, Telepathie funktioniert ja schon, nur eben noch leise und wackelig. Doch, sie ist schon da. Das ist richtig, Melanie. Die Telepathie entwickelt sich insbesondere zwischen zwei Menschen, die sich sehr, sehr nah sind. Im partnerschaftlichen Bereich oder da kann es schon funktionieren. Oder mit Menschen, die besonders offen sind. Aber die meisten anderen Menschen verstehen das nicht. Manche lachen drüber. Und so können sie sich nicht mit dieser Thematik beschäftigen. Aber dadurch das Internet, was alle benutzen und alle kennen, lernen dieses Thema auch langsam kennen. Und so steigt auch die Chance, dass es auch bei ihnen irgendwann da ist. Genau, seelenverwandt. Seelenzwillinge. Ich kann Telepathie nicht. Hab schon probiert. Fernwahrnehmung habe ich mal geschafft, dass ich zumindest 50% richtig lag mit den Farben, die ich bei Nikin wahrgenommen habe, also eine Freundin von mir, wo sie in Mexiko war, also auf der anderen Seite des Erdballs quasi. Und ich habe es hingekriegt, dass sie mich, meine Energie gespürt hat in Mexiko. Aber das ist ja noch keine Telepathie, das sind nur Vorstufen. Ja, das sind soweit die theoretischen Grundlagen. Grund für die Sendung, Serie, der Grund, warum ich den Computer so mag und auch, denke ich mal, auch mit dem Grund, warum GTV über das Internet benutzt. Und in ein paar Minuten oder in 7 Minuten beginnt eine italienische Sendung. Und damit ich hier noch alles in Ruhe vorbereiten kann, werde ich jetzt mich mit diesen Worten von euch verabschieden. Wenn ihr noch schnell eine kurze Frage habt, könnt ihr sie stellen. Wenn nicht, schreibt ins Forum. Bis bald. Auf Wiedersehen.